Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute wieder zusammen Mathematik. Heute sind wir in der Geometrie und zwar schauen wir uns die Achsenspiegelung an. Was brauchen wir dafür? Eine Fläche, hier haben wir ein Dreieck und eine Spiegelachse. So, die habe ich mal rot eingezeichnet, die muss aber nicht rot sein. Und die Aufgabe ist jetzt, wir sollen jetzt an dieser Spiegelachse diese Fläche spiegeln. Okay, alles klar. Ihr habt das vielleicht mal gemacht, indem ihr hier so einen Spiegel dran haltet. Alles, kann man alles machen, dann kann man sehen. Ich zeige euch das Verfahren. Und ich zeige euch nicht das Verfahren, sondern beide. Man kann das nämlich mit dem Geodreieck machen oder mit dem Zirkel. Ich zeige euch beides. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, die Variante mit dem Geodreieck, die geht viel schneller. Und wenn euch der Lehrer nicht vorschreibt, wie ihr es machen müsst, dann macht ihr das auch immer genau so mit dem Geodreieck. So, genug geredet, fangen wir an. Ihr nehmt euer Geodreieck. Und hier, diese Nulllinie, seht ihr die? Die braucht ihr. Die schiebt ihr genau auf die Spiegelachse, und zwar bis zum ersten Punkt. Und achtet darauf, dass ihr genau hier im 90-Grad-Winkel bleibt. Seht ihr das? Genau auf der Linie. So, und jetzt seht ihr, hier von der Spiegelachse sind es zwei Kästchen zum Punkt A. Und dann machen wir hier einen Punkt und den markieren wir hier. Okay. Und das ist jetzt der gespiegelte Punkt von A. Und der gespiegelte Punkt von A, das ist A'. Das müssen wir uns merken. Okay, jetzt geht's weiter. Das Verfahren bleibt immer gleich. Mit der Nulllinie bleiben wir auf der Spiegelachse. So. Und jetzt müssen wir gucken. Aha, 5 cm sind es von der Spiegelachse in diese Richtung. Also müssen es auch 5 cm in diese Richtung sein. Und dann ist der Punkt hier. Wieder gleich beschriften, das ist der Punkt C. Seht ihr es? Und weil er gespiegelt ist, C'. Weiter geht's zum nächsten Punkt. Hier oben. So, ihr seht es. Aha, 1, 2, 3 Kästchen. Und in meinem Fall 3 cm, weil ich für die Videos die großen Kästchen benutze. Und deswegen hier auch 3 cm und 3 Kästchen. Wieder den Punkt markieren und am besten gleich beschriften, also B', weil es der gespiegelte Punkt von B ist. Nachdem wir jetzt alle Punkte bestimmt haben, müssen wir das Ganze nur noch verbinden. Und vergesst das bei der Arbeit nicht, sonst verliert ihr viele wertvolle Punkte und das wäre doch schade. Also 1, 2 und 3. So, und schon haben wir unser Dreieck, unsere erste Fläche, einmal gespiegelt. Und zwar an der Spiegelachse. Das war die Variante mit dem Geodreieck. Und nochmal kurz zur Wiederholung, mit der Nulllinie einfach auf der Spiegelachse. So, man könnte es jetzt auch abzählen. Zwei Kästchen, zwei Kästchen. Fünf Kästchen, fünf Kästchen. Und hier oben drei Kästchen, drei Kästchen. So einfach funktioniert das mit dem Geodreieck. Das kann jeder und das habt ihr ganz, ganz schnell verstanden. Okay, das war Variante 1. Jetzt kommt das Gleiche nochmal, aber mit dem Zirkel. So, dieses Mal machen wir das Ganze mit dem Zirkel. Alles klar. Also, was müssen wir wissen? Wir haben die Spiegelachse, wir haben wieder ein Dreieck und wir haben wieder drei Punkte, die wir spiegeln müssen, um auf der anderen Seite halt das gespiegelte Dreieck darzustellen. Was verändert sich jetzt? Wir bestimmen jetzt zwei Punkte. Und zwar hier und hier. Die müssen auf der Spiegelachse liegen. Das ist wichtig. Und jetzt werden wir anhand dieser zwei Punkte mit dem Zirkel hier die Punkte neu bestimmen. Wie geht das? Ihr nehmt euren Zirkel und steckt ihn genau in den Punkt, den ihr gerade auf der Spiegelachse bestimmt habt. Dann stellt ihr den Zirkel hier auf den Punkt A ein. Okay, seht ihr das? Schön ordentlich. Und dann schlagt ihr den Zirkel. So, da ist der erste Strich. Als nächstes Zirkel in den zweiten Punkt hier oben und dann den Zirkel auch auf Punkt A einstellen. Ich mache es hier eben. So. So, ihr seht es. Jetzt ist er eingestellt. Ne, noch nicht ganz. So, jetzt ist er eingestellt und dann den Zirkel schlagen und schon haben wir den ersten Schnittpunkt. Und dann ist hier
A'. Als nächstes bestimmen wir B. Wieder Zirkel in den Punkt. Dann Zirkel einstellen auf Punkt B. So, ihr seht es hier. Und Überschlag. Okay. Andere Seite. Hier wieder in den Punkt. Punkt B einstellen. So, ich mache es eben. So, genau treffen. Seht ihr es? So. Und jetzt den Überschlag. Okay. Alles klar. Hier ist B', fehlt noch C. Wieder unten anfangen, den Punkt hier mit der Nadel und dann jetzt oben zu C. Ich will es euch nur einmal zeigen. Wenn ihr einen Zirkel nehmt mit diesen Drückfüßchen, dann kann man den Zirkel noch schneller einstellen. Der ist manchmal nur ein bisschen teurer, ist aber besser als nur zu drehen. Okay, machen wir weiter. Also, Nadel in den Punkt und dann das Ganze entsprechend ausrollen. So, hier wieder genau den Punkt C, seht ihr es? Macht das ganz gründlich und dann, okay. Jetzt hier oben wieder die Nadel rein, das Ganze wieder auf C einstellen. Ja, schön ordentlich, seht ihr es? Okay, und wieder den Bogen schlagen. Gut, und da ist Punkt C'. Also, hier ist Punkt A und der gespiegelte Punkt ist A'. Hier ist Punkt B, gespiegelt B', C, C'. Und zwar immer durch die Schnittpunkte mit dem Zirkel. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch verbinden. Macht das schön ordentlich und achtet auch drauf, wenn der Zirkel gut angespitzt ist, dann gibt es auch gute Ergebnisse. Wird die Zirkelspitze zu rund, dann werden die Ergebnisse immer schlechter. Gleiches gilt natürlich auch für den Bleistift. Achtet darauf, dass er möglichst spitz ist. So, meiner, der ist noch ganz anständig. Okay, und jetzt haben wir das Ganze einmal an der Spiegelachse gespiegelt, und zwar mit einem Zirkel. So, was merken wir uns? Wenn wir die Wahl haben zwischen Geodreieck und Zirkel, dann würde ich euch immer das Geodreieck empfehlen. Und zwar einfach deswegen, weil es viel, viel schneller geht. Manchmal kann man sogar einfach die Kästchen abzählen. Wenn euer Lehrer aber möchte, dass ihr das Ganze mit dem Zirkel macht, dann macht ihr es so, wie es euch gezeigt hat. Ich persönlich nehme diese Punkte gerne außerhalb der Fläche. Ihr seht das, hier ist ein bisschen raus, hier ist ein bisschen raus. Ich mag das einfach, man kann es aber auch weiter reinsetzen. Das funktioniert auch, aber ich finde es so übersichtlicher. So, das war das Video zur Achsenspiegelung. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Okay, das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut läuft, dann hast du jetzt was gelernt. Und wenn du das geschafft hast, dann würde ich mich freuen, wenn du mir so ein Däumchen da lässt. Und wenn es richtig gut gelaufen ist, dann darfst du meinen Kanal natürlich gerne abonnieren. Und natürlich freue ich mich auch über Kommentare und in der Regel gibt es auch eine Antwort. Sowieso ist die Community hier recht aktiv und vor allen Dingen auch freundlich, sodass das Mitmachen hier viel Spaß macht. Wenn du mehr Hilfe brauchst oder wenn du vielleicht das ganze Thema brauchst, dann kannst du gerne bei mir auf die Homepage gehen, www.lehrer-schmidt.de. Dort findest du alle Videos, die du auch bei mir auf dem Kanal findest, allerdings nach Themen sortiert. Da ist das manchmal viel, viel einfacher. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch sagen, wenn du ein Video nicht finden kannst oder wenn wirklich mal was fehlt, dann schreib mir das gerne in die Kommentare und dann sehe ich zu, dass ich das Video bei Gelegenheit nachproduziere. So, jetzt ist aber wirklich Schluss, okay? Das war's.